Damit willkommen zu einem neuen Modellbahn-Video. Ja, wie ihr vielleicht letzten Wochen schon gemerkt habt, ganz schön viele Modellbahn-Videos jetzt. Aber naja, gut, folgt das nächste Mal. Keine Startpackung oder sonst irgendwas, heute nur eine Kleinigkeit. Am Mittwoch war Valentinstag und ja, zum Teil war es von meiner Freundin bekommen. Aber erstmal zu dem, was ich mir gekauft habe. Ich war vorhin im Modellbahnladen, beziehungsweise halt am Mittwoch. Dementsprechend weiß noch nicht, wann das Video online kommt. Auf jeden Fall am Mittwoch war ich im Modellbahnladen. Hab noch von diesen älteren Schellkesselwagen bekommen. Mit der Artikelnummer 44420, Epoche 3, zwei Stück. Ja, vielleicht habt ihr das Video gesehen. Das Video mit der Startpackung, mit der Dampflok, mit Baureihe 74, dem Flachwagen und so einem Kesselwagen. Das sind die nämlich. Ja, dann einmal diese beiden Kesselwagen mit mir gekauft. Habe ich 15 Euro ungefähr pro Wagen bezahlt. Dann kommen wir nun das, was ich von meiner Freundin zu Valentinstag bekommen habe. Also dreimal Gleis für, also 9,4 cm Gleise, wie ihr wahrscheinlich kennt, vielleicht. Hier bei meiner Freundin habe ich auch eine kleine Modelleisenbahn. Und das Hauptding war, dass C1 mit enthalten sind. Also das C1 Ergänzungsset kennt ihr wahrscheinlich viele. Ich zeige euch genau, wie das dann gleich aussehen wird, wenn das bei einem normalen kleinen Startkreis wäre. Enthalten sind zwei Schienen von der also Schienenart 24 172, also 17,2 cm lang. Dann ein gebogenes Stück mit 24 Grad, dass es perfekt passt zur Weiche, zur Längsweiche, die da enthalten ist. Und enthalten ist auch noch ein Prellbock. Also hier, wie ihr seht, ist enthalten, das Weiße ist enthalten. Und wenn ihr seht, wie ich gesagt habe, das ist auch noch enthalten, die Schiene. Also es ist ein bisschen größer dann geworden. Ja, ich packe das jetzt mal aus. Die Spannung steigt. Das ist einfach nur dieser Plan drin, wisst ihr? Spaß. Wäre ja etwas doof, wenn das nicht der Fall wäre. Darüber können wir gleichzeitig sprechen, noch ein paar Sachen. Weil die, was ist das? Ach, halt so kleiner Märklin-Katalog. Also kein Katalog, aber ich denke so Insider Club oder so, wenn man sich da halt anmelden will. Ja. Dann haben wir hier den Prellbock. Ich baue es gleich auch noch auf. Haben wir die Kurve, 24 Grad, die passende Weiche dazu. Eine Linksweiche. Ja. Und enthalten sind auch noch zweimal Schienen, die 17,2 cm lang sind. Und hier noch eine kleine Anleitung wahrscheinlich. Falls einer nicht wüsste, wie das geht, wie man das halt macht. Gehen wir mal hier den kleinen Prospekt durch. Eigentlich immer Standard bei Märklin, bei solchen Startpackungen. Nichts Wildes, einfach ein paar Kleinigkeiten. Hier sind dann alle Gleise, die es gibt von Märklin, von gerade Kurve, also keine gerade Kurve, aber geraden Kurven, also gebogene. Wie krass vom Radius her, Radius 1 oder so, oder von der Gradanzahl her, ob 30, 15 oder 6 oder was auch immer. Dann haben wir hier so verschiedene, wie man mal eine Anlage bauen könnte. Ich meine, hier waren noch immer so welche drin, wenn man bestimmte Kreise von den Radien hat, beziehungsweise hier sieht man zum Beispiel verschiedene Sachen so, wie man das so bauen konnte. Aber früher gab es auch so, wie man was bauen konnte, mit welchen Ergänzungssets, also mit welchen C1, ob C2, C3 oder sonst was. Ja, aber es ist nicht mehr das, was, also es ist jetzt nicht so krass. Und hier sieht man auch immer, wenn man jetzt das hier bauen würde, was man hier alles braucht zum Beispiel. Aber eigentlich jetzt recht irrelevant. Ja, hier auch noch eine Seite, dann noch so ein paar Sachen, die man immer gebrauchen könnte. Und halt hier die Rückseite. Ja. Dann halt hier noch diese drei Schienen, die jeweils 9,4 cm lang sind. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch zweimal Kesselwagen von Shell. Das sind noch ältere Kesselwagen, daher auch die Artikelnummer, nicht die Artikelnummer, aber die Verpackung. Da diese, warte mal, hier hatte ich eine Schere. Da die noch die ältere aufweisen und nicht wie mittlerweile die neuen. Diese, ja, ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. Auf jeden Fall Kesselwagen Nummer 1. Aber dieses Ding.
muss auch noch rauskommen. Kommt da auch schon. Kesselwagen Nummer 1. Ich zeige ihn euch auch gleich nochmal. Genau, und hier ist dann auch schon Kesselwagen Nummer 2. Was jetzt nicht? Kesselwagen Nummer 2. Genau der gleiche. Ja. Ihr habt den vielleicht auch schon gesehen bei mir aus der Startpackung. Ja, genau. Ich baue jetzt mal auf, was jetzt hier dabei war, und dann zeige ich euch das ganz genau nochmal. Jetzt alles, was ich euch gezeigt habe, zeige ich nochmal, was genau drin war. Wie gesagt, hier diese Kesselwagen. Jeweils einer Shell Epoche 3 mit der Artikelnummer 44420. Von Startup, also ist auch jetzt nicht gerade teuer. Ich habe jetzt pro Wagen ungefähr 15 Euro bezahlt. Hier ist genau der gleiche. Ja, so sieht der von oben aus. Und im C1 und was noch die anderen Schienen, was jetzt noch enthalten war, also hier, das ist eine 9,4. Wie man hier sieht, das hier auch. Dann ist, wenn wir mal hier schieben, mal die Wagen ein bisschen zur Seite. Dann haben wir hier ein 17,2. Hier nochmal ein 17,2. Dann haben wir hier die Kurve dazu für die Weiche, dass es passt vom Grad, von der Gradanzahl her. Dann tun wir mal die Wagen kurz runter, die beiden, dass ich euch den Rest zeigen kann. Dann haben wir hier diese Linksweiche. Mache ich euch auch mal ab. Dann haben wir hier nochmal ein 9,4 cm Gleis, also 3 Stück. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Prellbock. Ja. Das war jetzt, was ich mir heute so bekommen habe, beziehungsweise ich gekauft habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Da recht viele, die meine Videos schauen, mir gar nicht folgen. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen würdet. Also ich würde auch alles nehmen. Und wirklich sehr gerne auch die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Denn ja, es wäre auch wirklich sehr schön, weil ich habe auch wieder vor, mehr Zug zu fahren. Aber im Moment ist Schule recht schwierig und Schule ist im Moment wichtig. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit, um irgendwie Vlogs zu drehen oder generell Zug zu fahren. Ich war dieses Jahr auch noch nicht wirklich Trainspotten. Deswegen tut es mir sehr leid. Deswegen, wer es vielleicht gesehen hat, hat auch noch nicht gesehen, dass das Januar-Highlights-Video hochgekommen ist von diesem Jahr. Denn es wird auch nicht kommen. Ja, ich hoffe, dass es für den Februar kommt. Ich denke aber schon. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.